Ja, vielen herzlichen Dank, geschätzte Damen und Herren. Vor allem ein großes Dankeschön auch für das Interesse an unserem heutigen runden Tisch mit Branchenvertretern und vor allem eben auch mit Vertretern aus unseren Bundesländern zum Thema Tierwohl und vor allem auch eine Tierwohlstrategie für Österreich. Österreich zählt jetzt schon zu den Ländern mit den höchsten Tierwohlstandards. Wir sind Platz 1 von 60 Staaten, wenn es um das Thema Nachhaltigkeit in der Landwirtschaft geht. Das ist vor kurzem auch wieder ausgezeichnet worden. Und vor allem sind wir auch vor wenigen Wochen auf Platz 1 von 50 Staaten im Tierwohl-Ranking der internationalen NGO World Animal Protection gewählt worden. Das zeigt, dass die Leistungen der Bäuerinnen und Bauern, die Leistungen vor allem eben auch der Branchenvertreter durchaus Früchte tragen und dass das wirklich eben auch Niederschlag findet. Wir brauchen uns aber nichts vormachen. Die bäuerliche Produktion, vor allem auch im Tierbereich, steht unter demselben Preisdruck, wie es in ganz Europa und zum Teil auch weltweit passiert. Wir haben in Österreich immer schon den Weg gewählt, uns stärker von der Masse abzusetzen. Unsere landwirtschaftliche Produktion ist im Durchschnitt um ein Vielfaches kleiner als in ganz Europa. Wir sind ein Land mit sehr viel Berglandwirtschaft, mit sehr kleinen Einheiten. Wir haben zurzeit durchschnittlich einen landwirtschaftlichen Betrieb von rund 23 Hektar. Und das gilt es für uns vor allem eben auch in Zukunft zu erhalten und vor allem eben auch weiterzuentwickeln. Das heißt, wir werden auch in Zukunft den Weg wählen, dass wir uns von der Masse der Produktion abheben wollen, dass wir uns vor allem auch weiterentwickeln wollen. Und das wird aber vor allem auch nur gemeinsam mit der Gesellschaft, mit den Konsumentinnen und Konsumenten funktionieren, weil die Produkte, die auf unseren bäuerlichen Familienbetrieben produziert werden, müssen natürlich auch einen entsprechenden Preis und einen Absatz finden. Wir haben heute das klare Ziel gefasst, dass der österreichische Weg der sein wird, dass Tierwohl und vor allem eben auch Produktionsstandards weiter verbessert werden, und zwar gemeinsam mit den Bäuerinnen und Bauern und vor allem eben auch gemeinsam mit den Konsumentinnen und Konsumenten. Wir haben dazu auch im Regierungsprogramm den Weg festgelegt, der auch eine Richtschnur sein wird für Tierwohl und artgerechte Haltung von Tieren in der Landwirtschaft. Das alles aber natürlich auch marktkonform, weil wir haben es auch in der Vergangenheit des Öfteren schon gesehen, wenn wir die Tierwohlstandards um ein so Vielfaches anheben, wandert die Produktion aus Österreich ab und die Produkte werden dann halt eben auch aus EU-Ländern oder aus Drittstaaten importiert und das kann nicht unser Weg sein. Wir haben vor allem in den letzten Wochen auch der Corona-Krise gesehen, wie stark das Bewusstsein der Bevölkerung da ist für regionale Produktion, vor allem für bäuerliche Produktion, für Produktion, die auch nachvollziehbar ist. Und dafür stehen unsere Bäuerinnen und Bauern. Die wesentlichen Punkte des heutigen Paktes stellen eine ganz massive Investition in artgerechte Tier gerechte Stallungen dar. Wir werden ab dem nächsten Jahr rund 120 Millionen Euro für Neu- und Umbau von tierwohlgerechten Ställen zur Verfügung stellen. Das ist das größte Investitionspaket, das wir jemals in Tierwohl gestellt haben. Wir werden den Fördersatz für diese Stelle auf künftig 35% der Investitionssumme erhöhen. Das heißt, wir geben den Bäuerinnen und Bauern ein klares Signal, wohin die Richtung in der Produktion gehen wird. Das wird eben in tierwohlgerechtere Standards fließen. Wir werden in Österreich keine Stelle mehr fördern, die nicht über die gesetzlichen Mindeststandards der Tierhaltung hinausgehen. Das betrifft beispielsweise Ställe mit perforierten Böden oder beispielsweise auch Ställe mit Anbindehaltung. Natürlich führt das auch zu laufend höhere Kosten. Rein nur die Investition in die Stallbauten wird für uns zu wenig sein. Wir wollen die Bäuerinnen und Bauern auch beim Mehraufwand in der Produktion maßgeblich unterstützen. Das heißt, wir werden auch die ÖPUL-Maßnahmen, Maßnahmen aus der ländlichen Entwicklung, hier weiter anpassen, vor allem im Bereich der Weidehaltung und eben auch der tierwohlgerechten Stallhaltung. Konsumentinnen und Konsumenten entscheiden mit jedem Griff ins Regal, welche Art der Landwirtschaft und welche Art der Lebensmittelproduktion sie in Zukunft unterstützen, welche Art der Produktion sie für Österreich auch wählen.
Weidehaltung, eingestreute Liegeflächen im Stall und vor allem eben auch mehr Platz für Tiere wird künftig um ein Vielfaches besser gefördert und unterstützt. Und hier wollen wir auf jeden Fall einen großen Akzent setzen. Ein weiterer ganz zentraler Punkt, und der liegt mir persönlich besonders am Herzen, ist die Frage der Tiertransporte. Wir haben in ganz Europa und weltweit das System, dass Tiere quer über den Erdball transportiert werden. Und ein Thema, mit dem wir uns vor allem auch gemeinsam mit der Branche schon seit vielen Jahren beschäftigen, ist, wie wir die Kälbertransporte maßgeblich reduzieren werden. Und mit reduzieren können. Wir wollen dafür die Produktion von heimischem Kalbfleisch stärken, diese Produktion ausbauen. Das heißt, künftig soll in einem Wiener Schnitzel auch Kalbfleisch aus Österreich sein. Das ist zurzeit nämlich in einem großen Ausmaß noch nicht der Fall. Wir haben rund 40% der Produktion auch im Inland, 60% des Bedarfs an Kalbfleisch in Österreich wird importiert. Wir wollen dazu die bestehenden Förderprogramme für Rinder auf Kälber ausweiten. Wir haben einige Initiativen, die wir jetzt umsetzen, wie beispielsweise Vollmilchkalb und Kalb Rosé, die ins AMA-Gütesiegel mit aufgenommen werden. Und jedes Schnitzel, das von einem heimischen Kalb stammt, reduziert Importe und damit auf der einen Seite unnötiges Tierleid über viele hunderte Kilometer. Wir wollen aber vor allem eben auch auf europäischer Ebene eine Verbesserung erwirken. Die Reform der gemeinsamen Agrarpolitik muss den Fokus auf höhere Standards lenken, sonst entsteht ein ungleicher Wettbewerb zwischen den Ländern mit hohen und niedrigen Standards. Und ich glaube, das sehen wir auch nach wie vor an den heimischen Preisen und vor allem an den heimischen Lebensmittelregalen. Da tobt nach wie vor eine massive Preisschlacht, vor allem auch um Dumping, Preise, und das kann nicht der Weg der Zukunft sein. Wir wollen aber vor allem eben auch, dass von Europa keine Schlachttierexporte mehr in Drittstaaten erfolgen. Es ist heute nicht mehr notwendig, Lebendtiere zu transportieren. Das kann auf einem sehr einfachen Weg eben mittels Kühltransporte erfolgen. Das heißt, Schlachtungen sollen in Europa stattfinden und dann eben das Fleisch exportiert, aber keine Tiere mehr exportiert werden. Und das betrifft vor allem den Schlachttierexport. Und wir brauchen auch einheitliche Standards für die Butenmast. Das ist derzeitig europaweit noch nicht geregelt und stellt uns natürlich mit sehr hohen Tierschutzstandards in Österreich vor eine große Herausforderung. Als weiteren Punkt haben wir uns dazu verständigt, den Tiergesundheitsdienst in Österreich auszubauen. Da geht es vor allem darum, nachhaltige Reduktion auch von einem Medikamenteneinsatz in der tierischen Produktion zustande zu bringen. Das ist uns ein sehr wichtiges Anliegen, und wir wollen eben auch unterstützen bei der Umsetzung der Tierwohlvorgaben, also die Bäuerinnen und Bauern auf jeden Fall auf diesem Weg auch mitnehmen, vor allem eben auch, was das Thema Zertifizierung von Exportprogrammen betrifft. Da soll der Tiergesundheitsdienst für ganz Österreich wertvolle Arbeit leisten. Der letzte Punkt, auf den wir uns heute verständigt haben, und ohne dem wird es eigentlich in keinster Art und Weise auch gehen, das ist eine praxisbezogene Forschung zu tiergerechten Haltungssystemen. Da wollen wir vor allem auch in die rasche Umsetzung von Forschungsergebnissen in der Tierhaltungspraxis kommen. Wir haben sehr gute Forschungskooperationen mit Medved in Wien. Wir haben in Raumberg-Gumpenstein bereits auch, was Tierwohlstelle betrifft, sehr gute Ergebnisse. Das alles soll dann auch stärker in die Beratung bei den Bäuerinnen und Bauern einfließen. Dafür nehmen wir rund 3,5 Millionen Euro in die Hand, um vor allem eben auch die Weiterentwicklung der tiergerechten Stallungen voranzutreiben. Ich darf mich ganz herzlich bei allen Partnern bedanken, dass wir diesen Pakt zustande gebracht haben, von den Branchenvertretern der Verbände bis hin eben auch zu Hannes Reuer vom Verein Landschaft Leben, der uns auf diesem Weg auch sehr unterstützt hat. Mit dem Pakt für mehr Tierwohl in der produzierenden Landwirtschaft setzen wir heute einen bedeutenden Meilenstein. Mehr Tierwohl ist die Aufgabe für die gesamte Gesellschaft, für alle Konsumentinnen und Konsumenten. Gemeinsam mit den Bäuerinnen und Bauern wollen wir hier neue Wege in Europa bestreiten und wollen wir vor allem eben auch in Europa das Vorzeige- und Vorreiterland Nummer 1 bleiben. Vielen herzlichen Dank.